Hallo und willkommen von der Île Notre-Dame. Es verspricht, ein weiterer unglaublicher großer Preis von Kanada zu werden. Auf dieser Strecke ist der Sieg extrem hart umkämpft, da es oft weniger als eine Zehntelsekunde ist, die den Wettstreit um die Pole Position entscheidet. Der Circuit Gilles Villeneuve ist eine der schnellsten Strecken der ganzen Saison, wobei ungefähr 60% der insgesamt 4,34 Kilometer mit Vollgas genommen werden. Die Fahrer bekommen es hier insgesamt mit 14 Kurven zu tun und die letzte davon kann ihre ganz eigenen Geschichten erzählen. Ich sage nur Wall of Champions. Der Einsatz des Safety Cars ist fast sicher. Für das heutige Rennen darf ich an meiner Seite erneut Stefan Römer begrüßen. Reden wir über Richards. Sie starten heute von etwas weiter hinten. Mit so einem schnellen Wagen ist das sicher eine Enttäuschung, oder? Das ist garantiert kein berauschendes Gefühl, das kann ich dir versprechen. Obwohl Sie einen schnellen Wagen haben, starten Sie heute von sehr weit hinten. Um die Startampel zu sehen, brauchen Sie schon ein Fernglas. Sie werden ganz bestimmt auf einen guten Start hoffen, um trotzdem etwas herausholen zu können. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Aufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. Lewis Hamilton startet heute von der Pole, vor Max Verstappen, der von P2 starten wird. Im Rest der Startaufstellung haben wir Vettel, Leclerc, Daniel Ricciardo und Albon, Stroll, Sainz, Norris und Sergio Perez, Ocon, Richards, Kevin Magnussen und Giovinazzi, Gasly, Raikkonen, Dani Quert und Nicolas Latifi. Grosjean und George Russell schließt die Startaufstellung ab. Welcher dieser talentierten Fahrer wird sich heute durchsetzen? Now that we've got some points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. Ja, versuchen wir es. Herzlich willkommen zurück nach in Chaos Kanada. Platz 12. Nur, Alter. Das, ja, ist halt leider heute so. Wir müssen also was anderes machen. Medium H, Medium Soft will ich fahren. Alles andere ist heute nicht möglich. Alles andere ist halt nicht machbar und geh mal rein ins Rennen. Los geht's. Heute mal nicht aus Reihe 2, sondern aus Reihe 6. Also müssen wir heute mal versuchen, so viel wie möglich nach vorne zu holen. Also mein Ziel ist es heute, so weit wie möglich nach vorne zu kommen. Ich denke mal, den Sieg können wir heute abschminken. Es wird, wäre ein Zauberstück, wenn wir das Ding heute nach Hause fahren würden. Im Training haben wir aber gezeigt, dass es funktionieren würde. Dann hat es aber am Samstag einmal nicht gepasst mit dem Regen. Und du fährst auf so schnell eine Runde und der fährt einen George Russell auf der Outlap penetrant auf der Linie und bleibt dann einfach auch eiskalt da drauf. Was ich ein bisschen schade finde, weil wie gesagt, das hätten sie ja lassen. Das muss man sagen. Normalerweise muss er da Platz machen, mich ziehen lassen. Weil dann wäre vielleicht von der Zeit her noch ein bisschen was mehr drin gewesen. Dann kommt noch dieses Ungültig dazu. Es kam heute, gestern wieder alles so. Es ist wieder der Samstag. Ich krieg den Samstag nicht gebacken. Und das ist jetzt schon das dritte Mal in Folge. Wir müssen mal gucken. So, ich lasse mal den. Ich bleib da mal ein bisschen dahinter. Also Punkte sollten drin sein. Die Frage ist, wie viele. Hamilton auf Pole, Verstappen auf 2, unser großer Rivale. Und wir stehen schön weit im Mittelfeld. Aber wie gesagt, schauen, was wir das. Deswegen fahre ich auch bewusst die Medium-Strategie. Ah, die Reifen etwas langsamer, aber wir haben den Vorteil am Ende nach Runde 11 mit den Soft Gas zu geben und versuchen das Auto dann so weit wie möglich nach vorne zu bringen. Vielleicht haben wir ein bisschen Glück beim Safety Car. Das übrigens ignoriert gerade so ein bisschen. Ich wundere mich gerade, dass Ocon da. Naja. Also wichtig wäre ein guter Start auf jeden Fall. Von Platz 3 wäre es ein bisschen einfacher, aber das ist es halt einfach, ne? The rest of the grid is forming up. Be patient and watch for the lights. Wichtig ist ein guter Start. Irgendwie versuchen, das heute auf die Reihe zu kriegen. Vier Platz ist nur nicht, das ist das Problem.
So, der Start ist Erfolg, jedenfalls. Das erste Auto wollen wir schon mal kassieren. Das Problem, ich komme natürlich nicht auf die Position, in die jetzt. Erstmal weg von dem Renault da ein bisschen weghalten. Das heißt, wir haben schon mal das erste Plätzchen gewonnen, sind momentan nur auf 11. Vor uns ist Lando Norris, der jetzt von Perez ein bisschen aufgehalten wird. Der Start ist, wie gesagt, gut gewesen. Ich kam mal nicht durch die. Ja, das haben wir sogar schon in McLaren kassiert. Ich muss jetzt so schnell wie möglich das Feld durchfliegen. Das ist es halt. Zwei Autos in der ersten Runde schon mal kassiert. Der nächste wäre dann halt eben Sergio Perez. Der Nachteil ist, dass wir mit den Softreifen, mit den Mediums langsamer sein sollten. Aber wie gesagt, schauen wir mal. Angriff gegen eben jenen Perez. Den holen wir uns mal direkt. Das heißt, das Auto. Platz 9. Jetzt sind wir schon mal wieder dabei. Aufpassen wir die Strafen. Eigentlich sollte uns jetzt die schnelle Runde gehören. Ne, tut's nicht. Aber ist egal, die nächste wäre wie gesagt kein. Okay, you're in the top 10. Ja. Ich war gerade so ein bisschen in Science mal weg. So, Angriff. Ha, vorbei an Sainz. Den habe ich auch noch mitgenommen direkt. Das war nicht ganz unwichtig, den auch noch zu kassieren, dass ich den mal ein bisschen überrasche. Jetzt gehe ich ein bisschen aufs Feld, um nochmal eine Möglichkeit zu haben. Nächste wäre Lenz Toll, der wäre der siebte momentan. Jetzt sind wir achter halt momentan. Vier wären Hühnchen mit Sicherheit. Und wie gesagt, ganz abgeschrieben habe ich dieses Rennen noch nicht. Es läuft gerade sehr gut. Wir haben noch 16 Runden. Mit dem DRS gleich, jetzt hole ich mir den Stroll und wenn der mit der Power sollte das ohne Probleme funktionieren. Da kann man nicht mehr dazwischen, weil da noch ein Auto steht. Ja, das ist natürlich jetzt blöd gelaufen. Den Konter muss er jetzt setzt er jetzt, ist toll. DRS Platz lassen. Hat DRS funktioniert. So. Vorbei ans Lance Troll. Den packe ich mir nochmal direkt. Und das haben wir so alle. Siebter momentan. Jetzt sechste wäre Alexander Albon. Der muss auch gleich fallen. Und dann könnten, kommt schon die Ricciardo gleich und dann kommen schon die beiden Ferrari. Also dran. Ich arbeite mich jetzt gerade ein bisschen ans Feld dran. Mit dem Vorteil, dass wir mit dem Soft vielleicht die Chance haben am Ende. Deswegen muss ich diese Strategie kurz wechseln. Wir haben jetzt keine Verwarnung gekriegt für die Aktion, aber da war dann zwischendurch einfach kein Platz. So, jetzt haben wir den Vorteil, dass wir DRS gleich haben. Weil eben sind wir schon mal dran an Albon. Den versuche ich nämlich direkt auf der Geraden zu snacken. Na klar, der hat natürlich jedenfalls durch das durch den Ricciardo, aber hat er nämlich sein DRS. Angriff gegen Albon. Hab ihn. So, nächstes jetzt dann Ricciardo Leclerc. Also die Plätze 5 und 4. Sechster sind wir jetzt momentan. Sechs Autos schon mal kassiert beim Start. Na, die Frage ist, können wir das Rennen noch gewinnen irgendwie? Ich meine, die Lücke zu Hamilton und Verstappen da vorne zu fahren, wird nicht einfach werden. Aber Podium ist möglich. Jetzt gleich der Angriff gegen. Da arbeite ich mich gerade so ein bisschen rein ins Feld. Das ist der nächste. Wie gesagt, das ist Ricciardo und danach schon der Leclerc. Also ein Ferrari und ein Renault vor uns. Klar, mal jeden Training schneller. Aber ich muss mich halt auch immer mal ein bisschen durchbeißen. Will jetzt auch ein bisschen an. So, anbremsen, Haarnadel mit den Mediums, nicht das Problem. So, jetzt, da sind wir ein bisschen wieder weggekommen. Das wird keinen Angriff geben. Dafür waren wir tatsächlich in der besten Linie zu weit weg. Weil der Vorteil ist, dass der Ricciardo da vorne mit der ist. Hm, muss ich aufpassen.
jetzt hier mal mit. Doppelwindschatten gegen mit dem Ferrari und dem Renault. Und raus. Ja, das war auch meine eigene, also da war meine eigene Schuld. Da musste ich versuchen, wollte ich da ein bisschen rangehen. So, machen wir es nochmal. Ich passe jetzt ein bisschen auf, dass ich da jetzt nicht nochmal rangehe. You're increasing the gap on the car behind by 5/10 per lap. Jo, der mir die Lücke freiwillig auflässt, mache ich sie zu. Wenn du mal der Innenbahn zu sehr aufmachst, jetzt haben wir nämlich Ricciardo schon mal kassiert. Ich weiß, dass der deswegen die. Es gab zwar. Ja, doch, gab es. Aber die war auch meine Schuld gewesen. Ich habe da ein bisschen zu sehr reingestochen. Deswegen versuche ich es jetzt nochmal. Der nächste ist Leclerc. Gucken wir mal, ob wir es hinkriegen. Also doppel, jetzt haben wir die doppel Ferrari und dann müssen wir uns und dann müssten wir tatsächlich versuchen, an die beiden davor ranzukommen, sprich Hamilton und Verstappen. Es kann, muss viel Glück passieren, dass wir das Ding heute gewinnen. Also Podium ist theoretisch möglich, weil Vettel ist da ganz vorne, der kleine Punkt, der kleine rote Punkt da vorne ist der Sebastian Vettel. Leclerc will ich jetzt wahrscheinlich relativ zeitnah kassieren, aber Vettel halt, das ist das Runde 6 und jetzt gleich Runde 11 geht der Stopp. Die anderen Jungs müssen gleich nochmal. Ja, den Samstag ein bisschen, mit dem Samstag haben wir es ein bisschen verbaut, muss ich sagen. Zeitstrafen haben wir momentan keine. Zumindest auch die vor uns, die Jungs nicht. Ja, was heißt zeitnah den Leclerc kassieren, ne? Das ist es einfach. Hinterherfahren ist das eine, auch in Kanada, aber das Vorbeifahren. Ich sollte aufpassen, dass ich nicht so oft in die Wand komme. Plötzlich kommt nämlich ein Ricciardo wieder mit ins Rennen. Oder in die Versuchung. Weil ich an dem Ferrari nicht vorbeiziehen kann. Jetzt versuche ich es natürlich. So, Angel. Der ist eher als einsetzen, der ist. Oder sollte der Ferrari gleich kein Problem mehr sein? Ja, Vierter. Good, good job, nice overtake. So, nächstes ist Sebastian Vettel. Wir haben jetzt ein Drittel des Rennens. Gap to car in front is 1.5 seconds. Na, hör mal, komm mal, den siebten kriegen wir noch. An der einen Bremse bin ich vorbei, an dem anderen Mini hole ich mir jetzt noch. Ja, da kriegen wir es noch hin. Die Frage ist, wie weit ist der Hamilton vor dem vor Verstappen? Bei Verstappen, den kriege ich. Der hängt nämlich auch da vorne irgendwo. Vielleicht kann ich den auch noch mal einfangen. Die Softs sollten deutlich schneller sein als die Mediums. Das ist der Vorteil. Also bei, vermutlich zumindest, weil ich bisher trotz Mediums, trotz des Reifen nachher gut durchkomme. So, Sebastian jetzt als nächstes. So, da muss ich ein bisschen aufpassen. Das hat uns natürlich jetzt entscheidende Meter gekostet. Es wird wahrscheinlich nicht machbar sein, auf die jetzt hier lange schon zu setzen. Vielleicht im zweiten Teil. Noch keinen Boxenstopp der führenden Verstappen, auch noch nicht. Ja, das wird nicht werden, oder? Oder kann man es? Nee, kann man nicht wagen. Okay, das ist war klar irgendwie. Da haben wir ein bisschen was verloren in der Haarnadel. Leichte Berührung mit dem Ferrari-Heck. So, Angriff gegen nehmen Sebastian Vettel, aber der lässt sich nicht klar kriegen, jetzt Mann. So, nächstes Max ist Verstappen dann. Und dann hätten wir eine Doppelführung Mercedes. Und das ist von Platz 12 aus gestartet. So, die Frage ist, kriegt man jetzt. Also, Vorsprung momentan 4 Sekunden von Verstappen, 8 Sekunden 3,7 von Lewis Hamilton. Also müssen wir uns ein bisschen ranhalten. Ja, es wird eng werden. 10 Runden noch. Also drei, wir haben dann 7 Runden Zeit mit mir, mit den schnelleren Soft dran zu gehen.
Momentan sind wir sogar auf Podiumskurs. Lewis ist jetzt in der Box. Vielleicht haben wir jetzt ein bisschen Glück, er kommt fest auf jeden Fall. Vielleicht haben wir ein bisschen Glück, dass er im Verkehr noch ein bisschen kleben bleibt, dass wir da noch ein bisschen was ein. Also wir gehen jetzt erstmal in Führung. Runde 2. Zwei Runden haben wir noch. Runde 11 geht's in die Box. Ich fahre jetzt noch mal ein bisschen Benzin, damit ich fürs Finale noch mal ein bisschen was hab. Und wenn ich es heute hier nicht schaffe, dann weiß ich, dass ich es mir gestern versaut habe. Ja, wie gesagt, ich hoffe, dass der Hamilton ein bisschen im Verkehr kleben bleibt. Dass wir dadurch vielleicht ein bisschen was mitnehmen. Hamilton hat ja gut, Hamilton ist schon ordentlich ein Stück dran. Also fünfter so momentan. Und vielleicht haben wir ja Glück ums Safety Car. So, jetzt gehen erstmal Leclerc und Albon in die Box. Hamilton geht natürlich dementsprechend jetzt ein bisschen ran. Ja, der wird natürlich von der Stops, wenn der macht. Was ist der so weit dran schon? 4,7 Sekunden? What the fuck, was hat der gemacht? Oder breche ich mir gerade die Soft, so breche ich mir gerade die Dings ein. Ja, ne, das ist halt das Problem. Wir werden gleich durchgereicht. Wir werden verlieren. 3,9. Also die Verstappen, ja, wir werden Dritter werden. Dritter bleiben. Dann nehme ich mal jetzt ein bisschen die Power. Wir hatten ja nur 4, wir hatten ja mir jetzt gerade 1,3 Sekunden abgenommen. Den haben wir. Box. Hab in die Box. Wir fahren jetzt auf den Zoffer da. Ich versuche das gerade ein bisschen gegenzuhalten. Dass der mir da dran geht jetzt gerade. Weil ich habe gerade Probleme mit den Reifen. 3,1 Sekunden. Also der ist auf jeden Fall. Der hat jetzt mir fast 2 Sekunden abgenommen in dieser Runde. Na gut, frische Klasse. Ich gehe jetzt rein natürlich, klar, um immer noch mal Reifen zu holen. Release. Klar, ein bisschen Power jetzt. Wir sind Dritter momentan. Leclerc wird nicht. Oder wird das mit Leclerc? Das wird eigentlich mit Leclerc. That was our last stop. No more scheduled pit stops. Ich muss vor den Ferrari kommen, das ist das Allerwichtigste. Und. Ja, es reicht aber locker. So, jetzt Power. Mit den nagelneuen Softs. 13,3 Sekunden. Es war mal über 8 nach vor dem Soft. Also wir haben die Softs nur 5 Sekunden verloren und das war nicht gut. So, jetzt müssen wir versuchen, jetzt in 7 Runden den 13 Sekunden wegzunehmen. Also 2 pro Runde. Hamilton wird wahrscheinlich dieses Rennen gewinnen. Die Frage ist, ja, wie gesagt, wir haben es uns am Samstag versaut. Wenn wir es heute verlieren, war es das. Definitiv, also. Wir müssen jetzt gucken, dass wir Zweiter werden noch irgendwie in diesem Rennen. Ja, vielleicht schaffen wir es noch. Safety Car wäre natürlich super, dann könnte man den Jungen angreifen. Safety Car, das habe ich auch schon mal in meiner MyTeam-Karriere hier den Arsch gerettet. Vorne schon den Max Verstappen, also den will ich Minimum noch kriegen. Okay, Safety Car. Ja. Und das hatte ich jetzt ein bisschen gehofft zumindest. Also hier auf einmal sind wir wieder mit in der Verlosung. Auf einmal sind wir mit in der Verlosung wieder um den Rennsieg. Weil wir durch die Safety Car werden wir jetzt auch nicht rankommen. Wir haben den Reifenvorteil. Und wir können es versuchen. Das ist mein Ziel. Eine leichte Verwarnung, müssen wir aufpassen. Dass wir keine Strafe bekommen. Und wenn jetzt nur Platz 3 ist am Ende.
Da steht Nicolas Latifi. Der Williams rettet uns wahrscheinlich sogar jetzt den Arsch. Oder zumindest den Sieg. Wenn du es jetzt clever ist, geht er nämlich jetzt nochmal in die Box und holt sich soft. Aber so schlau wird die KI nicht sein. Okay, slow down, slow down. Your delta is negative, which means you are too fast. Ja, dann bitte lass mich auch mal... Lass mich auch bitte mit ins Rennen rein, weil das Problem ist... Ich nehme das Delta mal weg, genau. Jetzt jagen wir die... Wenn der Hamilton gleich dran ist, und der Safety Car wird sich das eh ändern, weil der übelst Power hat, weil der übelst gerade Geschwindigkeit... Wie gesagt, mal schauen, was möglich ist. Wie gesagt, bisher sind wir relativ gut durchgekommen. Und vielleicht rettet uns gerade das Safety Car den Sieg heute noch. So, die Jungs sind jetzt hintereinander weg. Also, Hamilton führt vor Verstappen und uns. Das ist momentan so ein bisschen die Standardreihenfolge, was es betrifft. Was passiert? Will ich da zu rankommen? Bisschen dahinter bleiben, weil ich das reizt gerade so schön da vorbei zu sagen, den Platz hole ich mir, aber wie gesagt, mein Ziel ist es, das Ding noch jetzt würde ich sagen, fast das Ding noch zu gewinnen. Es sind noch 4 Runden, das Safety Car sollte eigentlich immer in der nächsten Runde in der Box sein. Ach man, diese scheiß Raufgejage, geht mir, ich meine, das war wieder, das ist ärgerlich. Müssen aufpassen jetzt gerade. Ja, so langsam da, aber ist gut klar. Ich will wieder auf die Strecke, will wieder Rennen fahren. Gib mir ein bisschen Rennen, ist jede mit der Runde weniger. Heute Abend, by the way, heute kein Livestream, nur so nebenbei, das habe ich schon mal angemerkt. Bevor der Geburtstag, da ist das irgendwo wichtiger als das Rennen. Schade, bis ich nicht weitergefahren nach dem enttäuschenden Auftakt. Besser nicht. Wäre es halt möglich gewesen, wir damals ein bisschen was mitzunehmen, aber das schafft man nicht. Naja, ein bisschen aufpassen, jetzt nochmal 4 Runden. Get ready to go racing again. The safety car is in this lap. When the field accelerates, remember, there is no overtaking until the green flags. Safety car in this lap. Position back. We are under safety car conditions and cannot overtake. Return the position. Ja, das hat doch jetzt die Zeit gekostet. Green flag. Ach, will mich fahren. Okay, ja, dann fahr wieder vorbei. Hamilton sagt jetzt gerade, das Ding gewinne ich jetzt, weil ihr euch da wieder ein bisschen bekriegen müsst. Fuck you, Alter. Aber ich durfte jetzt zweimal nicht das Auto überholen. Damit ist der Sieg auch weg wahrscheinlich. Hamilton stoppt natürlich jetzt den Sieg. Er holt sich ja natürlich jetzt den Sieg hier in Kanada. Uns geht es jetzt eigentlich nur noch darum, das Ding irgendwie auf Platz 2 nach Hause zu fahren. Da
Und das will ich jetzt versuchen. Vorbei an Verstappen. Oder könnte es doch möglich werden. 3,2 nur noch. There's 5 laps of fuel remaining. Ich denke, das will er gewinnen. Also noch 2 Runden, vielleicht. Wir kommen jetzt wieder ein Stück näher ran. That was the fastest lap of the race. Keep this up. Sekunden. Ja, ich muss wieder ein bisschen reinkommen. Ja. Ich arbeite mich jetzt gerade so ein bisschen rein wieder ins Rennen. Ja, 2,9, der kommt immer wieder weg auf der Geraden. Letzte Runde gleich, also es wird nichts werden. Es wird keinen Sieg hier in Kanada geben. Ich hab's mir am Samstag versaut. Great work. That's a new fastest lap of the race. Ich muss schon so dramatisch schneller fahren, den Lewis noch zu kassieren heute. Das wird nicht werden. We've only got 2 laps of fuel left. Ja, was soll ich machen? So, 2,7 Sekunden. Ja, ich komme nicht ran, das ist so ein Problem. Er zieht mir halt immer wieder im entscheidenden Moment weg. Ich komme auch nicht ins DRS-Fenster, deswegen wird er gewinnen. Lewis Hamilton gewinnt einen großen Preis von Kanada, sondern er schmeißt das Auto jetzt noch in der letzten Kurve raus. Nur dann nicht und damit ist das Ding durch. Mann! Der Samstag hat es mir ein bisschen kaputt gefahren. Wir haben nochmal eine schnellste Runde gefahren, aber nur Zweiter. Es war mehr drin. Es war gefühlt mehr drin. Ja, auch durch das Safety Car, durch diese Aktion, weil es hieß ja, du darfst Verstappen nicht überholen, du musst es wieder vorbeilassen, sind wir weggezogen. Also das wäre das wahrscheinlich möglich gewesen. Und gute Arbeit vom gesamten Team haben heute hier in Kanada zum Sieg geführt. Ja, damit ist er wieder in Führung. Damit wechselt das wieder zurück zu Lewis Hamilton auf meiner Paradestrecke, auf meiner Lieblingsstrecke. Stefan, wie konnten Sie heute deiner Meinung nach so ein unglaubliches Resultat abliefern? Die Safety Car Phase hat heute ohne Zweifel den Unterschied ausgemacht. Der Schlüssel zum Erfolg war eindeutig, dass sie ruhig geblieben sind und schnell auf die Situation reagiert haben.
In der Vergangenheit haben Teams immer wieder zu zögerlich reagiert und so den Sieg verspielt. Aber sie waren entschlossen und konnten sich dadurch einen Vorteil verschaffen. Nach einem großartigen Rennen begeben sich die Fahrer nun zum Siegertreppchen. Wieder einmal sind es die Silberpfeile, die den ersten Platz belegen. Ein wohlverdienter Sieg für Mercedes. Nächste Woche wirst du dann Milan sagen. Ja, Mann, ärgert mich das gerade so ein bisschen. Das Ding ja nicht gewinnen können. Aber ich komme nicht in die Position, um die Leute zu trotz des Reifenvorteils, weil mir der auch nicht entgegenkam. Das ist das Safety Car halt. Da habe ich 2-3 Runden verloren, sonst wäre ich 3. Aber werfen wir einen Blick auf die aktuelle Fahrerwertung. Das war nicht das beste Resultat für unseren WM-Führenden. Sein Vorsprung ist geschrumpft. Wir haben heute einige beeindruckende Talente auf der Strecke gesehen. Stefan, aber wer ist für dich der Fahrer des Tages? Für mich ist das heute Richards. Das war eine souveräne Vorstellung heute. Wirklich beeindruckend. Es ist Zeit, einen Blick auf die Situation in der Konstrukteursweltmeisterschaft zu werfen. Mercedes baut seine Führung weiter aus. In der Zwischenzeit konnte Red Bull ein starkes Wochenende verzeichnen und die Position in der WM verbessern. Ich bin gleichermaßen erschöpft und aufgedreht nach diesem Formel-1-Wochenende. Seien Sie auch nächstes Mal wieder dabei. Ja, es wäre ein bisschen mehr drin gewesen wahrscheinlich, wie gesagt. Schade. Aber gut, ist halt ein jetzt heute einfach so. Großartige Leistung da draußen. Ich nehme an, Sie sind recht zufrieden damit. Ja. Ihr Team hat das Rennen heute dominiert. Liegt es am Auto oder an Ihrem Teamwork? Was ist Ihr Geheimnis? Machen wir es so. Sie haben während des Rennens ganz schön aufgeholt, nicht wahr? Wenn Sie Ihren Teamkollegen da oben auf dem Treppchen sehen, gibt es da ein bisschen Neid oder freuen Sie sich für ihn? Genau so ist es. Für Neid ist kein Platz. Ihr Teamkollege ist heute gut gefahren und wurde mit einem Podiumsplatz belohnt. Haben Sie dazu einen Kommentar? Klasse, das war dann alles. Naja, schade. Schade. Da wäre vielleicht ein Stückchen mehr drin gewesen. Aber gut, okay. Müssen wir halt mit leben. Platz 2 ist es am Ende dann geworden. In Kanada. Ich habe es mir, wie gesagt, am Samstag ein bisschen versaut. Sonst wäre vielleicht ein bisschen mehr drin gewesen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin und tschüss.